Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox Mode. Wir sind hier weiter am Bauen von unserem Gebäude hier. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das hier am geschicktesten mache. Edit. Dächer. Satteldächer. So. Jetzt überlege ich gerade. So wäre eine Variante. Oder wir machen das so. Was doof aussieht. So wäre die andere Variante. Wobei ich hier dann gerne noch... Den machen wir mal wieder raus. Hier ist das jetzt versetzt. Move. Machen wir das mal so. So. Jetzt muss ich hier gerade mal schauen. Das ist wieder ein bisschen Bastelei, was ich hier mache. Ehrlich gesagt, so eine ganz super konkrete Vorstellung habe ich noch nicht. Aber das kennt ihr ja inzwischen, glaube ich, von mir. So. Na, falsche Taste gedrückt. So. Eine Höhe von beiden Höhen ist jetzt falsch. Die hier in dem Fall. Gut. So. Und hier kommt dann der Filter raus. Und hier machen wir dann machen wir da sowas drauf. Jo. So. Jetzt müssen wir den Filter gerade nochmal reinmachen. Weil ich hier jetzt natürlich das noch brauche. 2 Meter müsste passen. Aber natürlich so rum. So. Dächer. Filter raus. Dachverkantungen. So, einmal. Zweimal. Und dann hier die rechte Kante noch. Hier genauso.
Hallo? Was zu tun mit mir? Wieso passt ihr hier nicht ran? Die will mich ärgern, oder? Okay. Dann halt anders. Da bin ich flexibel. Dann machen wir das halt als extra Gebäude sozusagen. Wenn es gar nicht anders geht. So. Da sind wir ja flexibel, ne? Dum-dum, Festziegel, da muss natürlich hier oben hin. Bingo. Und dann hier natürlich auch noch. Zweimal. Und dann hier auch. Perfekt untergebracht. Da haben wir ein Loch. Was macht das Loch da? Baumaterial Sandstein. So. Einmal, zweimal. Der ist zu weit draußen. So muss der. Und dann ist der auch zu weit draußen. So. Jetzt passt's. Und dann machen wir hier. Jetzt brauche ich den Sandstein doch nochmal. Würde ich hier gerne nämlich dann sowas drauf machen. Brauchen wir da? Ne, da machen wir eher dann so ein... sowas hin. Und dann hier die... die Kollegen dran. Wobei das da an dem Eck doof aussieht, ne? Oh, wobei, ne? Können wir eigentlich auch, glaube ich, lassen. Hier wird es jetzt spannend. Deswegen machen wir das da später. Machen wir das hier ganz originell so. Dann haben wir da nämlich... können wir hier noch irgendwas Schickes drauf machen oder so. Doch, aber ansonsten geht das so eigentlich. Da braucht man natürlich eine Tür. Sandsteintür natürlich. Nehmen wir hier unsere geliebte oder allseits verwendete da können wir auch so ein kleines Fenster daneben machen. So, und dann kommt oben rein noch wow, ne, das
gab es doch auch mal irgendwie so gefüllt, oder? Das gab es doch mal irgendwie ohne den Hintergrund. Also, dass man quasi da nicht durchgucken konnte. Genau so, nämlich. Okay. So. Den bewegen wir nochmal. Verschieben, genau. Jetzt geht's auch hier, okay. Gut. Hätten wir auch. Das verschönern wir noch ein bisschen. Oder schmücken wir bei Gelegenheit noch ein bisschen. Das machen wir aber erstmal hier das Dach weiter. Weil da haben wir ja den Kollegen hier noch. Edit. Dach. Nicht Verkantungen, sondern Dach. Eigentlich da das Häkchen bei Stapeln raus, ja. So. Da haben wir schon wieder die große Frage, wie machen wir das? Ach so, da kommt er so hin. Hallo? So, dann muss der hier so noch hin. Passt das von der Höhe? Nein. Hätte mich auch gewundert. Wow. So, müssen wir den Move machen, dann muss der nämlich einfach nur höher. Noch etwas höher. Ich hätte gern manchmal ist das schon etwas tricky hier. So passt's. So auch. Gut. Hier müssen wir gerade erstmal die Ecke noch drauf machen. Und dann können wir nochmal die Schräge. So. Den hier. Die Ecke. Dachschräge. Die Ecke. Dachschräge. Und wieder eine Ecke. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze dann nachher hier an den Ecken da funktioniert. Und dann halt quasi die Verlängerung von dem Dach. Die wird ja dann auch nochmal spannend. So.
So funktioniert schon mal nicht. Machen wir hier anders. Und zwar so. Ist der Not eine Tugend? So. Innenwinkel. Oh, da passt sie gerade so schön. So. Einmal und dann haben wir hier noch. So. Wir kommen der ganzen Geschichte näher. Hier passt jetzt der Kollege dann drauf. So. So. Da trollt er jetzt gerade wieder. Oder hat er gerade ein wenig. Versucht zu trollen. So. Spannend. Ich hätte gern die Stufe zwischen zu nah und zu weit. Genau die hier dazwischen, danke. So, das sieht doof aus. Müssen wir da eventuell noch so einen Ziegel hinmachen? So einen. Das ist besser, glaube ich. So, ein Eckchen hier noch. Das wird ein etwas kompliziertes Dach. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. So. Doch, das sieht gut aus. Sandstein. Oder machen wir da Holz hin? Alles, was mit Holz ist. So, einmal. Zweimal. Doch, so ist das gut. So, Filter raus. Dann brauchen wir wieder unsere netten, lieben Dachverkantungen. Einmal hier natürlich das Firstziegeldach. So, das brauchen wir hier auch nochmal. Perfekt. Und dann die Kollegen hier.
So. Der hier. Einmal schauen wir, dass wir das Dach vielleicht heute fertig machen. Muss man schauen, weil ich sehe schon gerade, zeitlich sind wir schon wieder natürlich drüber. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Kommen wir der ganzen Sache immer näher. Oh, stimmt, wir hätten Licht machen können, aber egal, war ja hell genug. So. So. Ah, wunderbar. Jetzt macht das richtig. Jetzt reiht das so an, wie er sollte. So wie ich es schon die ganze Zeit haben wollte. So, und dann gibt es noch diese Ecken da. Wo auch immer. Dachdekor sind die, glaube ich, dabei. Falsch geglaubt. Nehmen wir die hier. So. Einmal. Zweimal. Drehen wir. So, da noch. Dort noch. Dort noch, dann haben wir es gleich. So, die letzte. So. Hier müssen wir natürlich noch eine Holzdecke drauf machen. Natürlich so, dass das nicht durchs Dach guckt. Und dann brauchen wir da noch einen Holzpfosten. Betonsäulen, nein. Holzpfosten. Machen wir den so? Nee. Hoppala. Was habe ich denn da gedrückt? Nicht die Taste, die ich drücken wollte. Holz. Holzsäule 4 Meter, genau. Und dann können wir die richtig positionieren.
Und dann machen wir da natürlich noch ein vernünftiges Geländer dran. So. Balkon, Geländer. So. Passt vom Winkel her auch. Wunderbar. So. Das wollte ich eigentlich nicht demarkieren. Das wollte ich kopieren und dann drehen. So. Jetzt noch ein bisschen rein, dass das da nicht aus der Wand rausguckt. Aber das können wir auch noch machen, dass das nicht aus der, nicht aus dem Pfosten hier rausguckt. So. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute wieder fertig. Weiter geht's dann übermorgen. Und da schauen wir uns dann mal, ja, da gehen wir dann hier noch an die Gestaltung des Außendesigns hier natürlich. Dann müssen wir das Gelände noch machen und dann das Innere von dem ganzen Gebäude natürlich ebenfalls. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir an unserem Bahnhof weiterbauen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.